Hallo, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man einen super einfachen Snack machen kann. Dafür benötigt ihr einmal Blätterteig, ich habe den von Lidl genommen, und Geflügelwürstchen. Als erstes schneiden wir jetzt kleine Stücke. Hier könnt ihr selber entscheiden, wie groß oder klein ihr die haben wollt. So sieht das Ganze dann bei mir jetzt aus. Und als nächster Schritt ist jetzt der Blätterteig dran, den machen wir natürlich jetzt erstmal auf und breiten dann den Teig aus. Jetzt schneide ich kleine Stücke aus dem Teig raus. Jetzt fange ich an, den Teig mit den Würstchen einzuwickeln. Ich muss gestehen, ich habe das allererste Mal gemacht. Deshalb sieht es jetzt auch nicht wirklich schön aus. Aber ich finde immer, wichtig ist es, dass es am Ende schmeckt. Klar, man sagt, das Auge isst mit, aber ich fand es wirklich extrem knifflig. Und ich weiß auch, dass es nicht besonders schön geworden ist, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Jetzt kommen die Snacks bei 150 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen für ungefähr 10 bis 12 Minuten. Ich bin total gespannt, wie das Ganze nachher aussieht. Das ist mein Endergebnis und ich muss sagen, so schlecht ist es gar nicht geworden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!